nochmal klar gemacht hat, du bleibst bei uns. Und dann fertig machen zum Jubeln. 10 Minuten vor Schluss wurden die Aufstiegst-T-Shirts verteilt. Und die armen Schweinfurter, sie waren nur ein Spielball für 96, das über die gesamten 90 Minuten. Krupnikovic. Schimak, der wollte es besonders gut machen. Der tritt nochmal an, der Tscheche. 16 Tore, 16 Vorlagen. Und heute Schimak, Jan Schimak, Gorgis dazwischen. Nein, es war nicht der große Tag des manchmal so genialen Tschechen. Die Minuten zählen, die Anspannung war längst der puren Vorfreude gewichen. Rangnick mittendrin, statt nur dabei. Auch das vielleicht ein Erfolgsgeheimnis. Die Gäste aus Schweinfurt, sie konzentrieren sich auf die letzten Spiele. Heute war einfach nicht mehr drin, aber sie haben sich auch das Torverhältnis noch versaut. Der Klassenerhalt fast unmöglich. Und 96 wollte noch einen drauflegen. Krupnikovic sieht seinen Kollegen, sieht den Stürmer, der da läuft, der noch nicht getroffen hat. Stendl. 88 Minuten rum. Nein, er sollte heute nicht mehr treffen. Das wäre es gewesen. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen auf der Offensivleistung der Niedersachsen. Aber es gab doch gar keinen Grund zum Klagen. Es gab das Herunterzählen der letzten Sekunden im Niedersachsenstadion. 41.000 waren richtig begeistert und waren froh, als Schluss war. 6:0 gewinnt Hannover 96 und dann brachen alle Dämme. Wunderschöne Bilder, pure Freude. 80 Tore, 68 Punkte, das alles sind Rekordzahlen. Es war einsame Spitze, was sie geleistet haben. Und auch Jörg Sievers wurde schön abgeduscht vom zweiten Keeper von Wehmann. Vielleicht kommt er ja noch zu Bundesligaspielen. Rangnick hat schon gesagt, du bist auch in der Bundesliga meine Nummer 1. Dann war Zeit zum Feiern. Na also, es ist gepackt. Sie haben es geschafft mit einer Gala-Vorstellung. Verabschieden Sie 41.000 im Niedersachsenstadion. Und alles Weitere erfahren Sie jetzt von meinem Kollegen Heiko Malwitz. Jörg Sievers, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Ein Fußballfest heute. Wie haben Sie das empfunden hier auf dem Rasen? Ja, es war natürlich von Anfang an ein tolles Spiel. Wenn man vorher weiß, wie man gewinnt, naja gut, dass man endgültig durch. Wir konnten uns ja eigentlich noch vorbereiten, aber es ist trotzdem ein unheimlich schönes Gefühl. Und wenn man das Spiel dann dazu hat und die Fans dazu hat und das drumherum hat, dann ist das einfach sensationell. Eben als der Schlusspfiff kam und das ganze Stadion jubelte, da haben Sie einen Moment innegehalten und sind so ein paar Schritte allein über den Rasen gelaufen. Was haben Sie gedacht in diesem Moment? Ja, ich bin jetzt seit 13 Jahren hier und ich habe ja einiges mitgemacht. Und wenn man dann halt nochmal so einen Erfolg hat und doch noch in die erste Liga kommt, dann ist das was Besonderes. Und deswegen habe ich da einmal kurz drüber nachgedacht. Sie werden Ihren 37. Geburtstag als Erstligadebütant feiern. Ist das nicht unglaublich? Haben Sie da eigentlich selber noch dran geglaubt in Ihrer langen Karriere? Ja, das hat mich aber Hannover geblieben, weil ich immer geglaubt habe, dass 96 irgendwann aufsteigen wird. Schön ist, dass ich noch dabei bin, das tatsächlich noch erlebe. Und, aber natürlich, die Hoffnung gibt man nie auf. Und jetzt verraten Sie uns auch noch ganz schnell, auf wen freuen Sie sich denn am meisten in der ersten Liga? Das ist mir so egal, ich freue mich auf alles in der ersten Liga. Ich glaube, es wird ein tolles Erlebnis, aber wir werden jetzt erstmal ein paar Tage feiern, aber dann wird es natürlich auch ein schwerer Gang. Es ist ja als Aufsteiger nie so leicht. Aber ich glaube, wir haben mit Hannover schon die Möglichkeiten, um auch in der ersten Liga mithalten zu können. Alles Gute dafür, Jörg Sievers. Danke fürs Gespräch und eine schöne Feier. Tja, ein wunderbares Fußballfest heute hier im Niedersachsenstadion. Und die Emotionen und natürlich auch die Stimmen der Aufsteiger, die fast Carsten Pitschicke jetzt zusammen. Wahrscheinlich als Meister und somit Tabellenführer steigt Hannover 96 auf. Eine Mannschaft der Unbekannten, aber definitiv im Oberhaus. Ein wahnsinniges Gefühl. Ich habe mich ja einmal schon vor 4 Jahren um so ein Gefühl gebracht, ein Stück weit auch selbst. Und ich habe mir geschworen, dass das nie mehr passiert. Und ich bin sehr dankbar, dass ich innerhalb von 4 Jahren sowas nochmal erleben durfte. Es macht riesig Spaß, in dieser Atmosphäre mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Und ich kann einfach nur sagen, sowohl dem Trainerstab als auch der Mannschaft gegenüber, ich bin stolz auf die Jungs und Hut ab. Die meisten Punkte, die meisten Tore und nur eine Niederlage. Hannover braucht unbedingt neue Herausforderungen. Im 4. Anlauf hat 96 es endlich geschafft.
Auch gut, denke mal, eins der größten sportlichen Momente, die ich bislang hatte. Wenn man hier das Spiel sieht, die Zuschauer, was für eine Euphorie hier herrscht, das ist schon fantastisch. Mit Abpfiff begann die Feier und sie dauert noch lange an. Das Motto des weiteren Abends ist klar. Wir werden uns schon alle richtig trinken und ja, einfach genießen. Und heute Abend werden wir sicherlich noch richtig saufen gehen. Da sagen wir dann natürlich Prost zum Wohl, denn 13 Jahre Bundesliga-Abstinenz sind für Hannover seit heute Abend vorbei. Wunderbare Bilder, Emotionen zusammengefasst von Carsten Pietschika. Tja, Hannover feiert seine Helden, die Bundesliga-Aufsteiger von Hannover 96. Nach 13 langen Jahren der Abstinenz kehrt diese Mannschaft jetzt also zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft lässt sich hier im Niedersachsenstadion noch feiern vor den 40.000 Fans. Und keine Frage, es gab wohl nie einen verdienteren Aufsteiger als die Übermannschaft dieser Saison. Und wir werden Ihnen das jetzt auch grafisch beweisen, dass Hannover in die erste Liga gehen wird. Zunächst einmal die Ergebnisse von heute. Also der Kantersieg gegen Schweinfurt mit 6:0. Karlsruhe schlägt Babelsberg 2:1. Am grünen Donnerstag trennten sich Union und Fürth 0:0. Aachen besiegte Duisburg mit 2:1, ebenso wie Mainzer Brücken. Drei Spiele dann am Sonntag und am Montag unser Topspiel Bochum gegen Frankfurt. Hannover, der unangefochtene Tabellenführer mit 68 Punkten und einem grandiosen Torverhältnis von plus 51, also jetzt auch rechnerisch nicht mehr einzuholen. Mainz und Fürth auf den Aufstiegsplätzen, gefolgt von Bielefeld, Bochum und Union Berlin. In der zweiten Tabellenhälfte finden wir dann den KSC, der sich durch den Sieg heute vorübergehend auf den 13. Platz vorgespielt hat. Schweinfurt an 16 und Babelsberg nach der Niederlage heute nun auch rechnerisch abgestiegen. Das Niedersachsenstadion mit 40.000 Besuchern feiert Hannover 96, feiert den Aufstieg in die erste Bundesliga. Es war ein fantastisches Fußballfest, es war eine grandiose Stimmung hier. Und die erste Bundesliga, die kann sich ganz sicher freuen auf diese Mannschaft, auf Hannover 96. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und damit Tschüss aus Hannover.